So. Wieder einen Kampf gewonnen. Gemütlich weiterziehen. Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Nicht freigeschaltet. Hey, ich bin's, Blitzfreak. Classy will immer noch erst reden, wenn du ihr die Medizin besorgt hast. Ja. Und da stand oben dran, die zu finden. Soll die Medizin sein? Soll die Medizin sein? Karte. Zutaten für das Ding. Ja, aber das ist ja, um dann da reinzukommen. Oder? Sehe ich das jetzt falsch? Sehe ich das jetzt falsch oder? Normal müssten wir dann da reinkommen. Okay. Das ist eine Fahne, also hier. Gehen wir mal zu Sadie. Shitty Walk Bestellung, bitte? Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken. Andermal wiederkommen. Neue Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Artefakte, Komponentenrezepte. Okay, bye bye. Ich brauche meine komplette Konzentration, um nicht zu kotzen. Ist dir das klar? Heißer Tipp, nimm der City-Tofu mit extra City. Das wieder ein Bild. Löffel Tweak. Okay. Bist du auf Streife, kleiner Superheld? Dann kann mir ja nichts passieren. Immer gern für einen Polizeianwärter. Yippie. Für einen Erwachsenen bin ich doch ziemlich hip, oder? Ich mag die Shitty Shrimps, aber Animal Style. Okay, ich glaube, bei dem müssen wir was kaufen. Mal gucken, Crafting. Wir brauchen Skeeters, Dachgreifter Käse, Super Scharfer City Shrimps. Ich glaube mal, die kriegt man hier. Super scharf City Shrimps. Bitte, Bestellung bitte! Super scharfe City Shrimps. Okay. Danke für Bestellung! Bis dann! Und tschüss! Ja, und den Dach gereift Crazy. Ne, das ist ganz.
Du bist dieser Selbstjustizler, oder? Erinnerst du, als Superman noch nicht so deprimierend war? Oh ja, ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du den Batman-Anzug mit Nippeln? Ich erinnere. Würde ich aber lieber vergessen. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Ich hab neues Zeug, da scheißen sich diese Weinjuppies in ihre Chinos. Und jetzt geh nach Hause oder wohin auch immer. Ach, wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den... Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt... Ich mag Leute nicht, die Selfies machen. Aber machen wir trotzdem eins zusammen, Pupsi. Juhu. Super, bis dann, Pupsi. Hey, du bist berühmt. Nicht jetzt. Ich versuche gerade, Bräute klarzumachen. Es soll nächste Woche regnen. Wer hat den Teller nicht leer gegessen? Vielen Dank für deinen Einsatz. Wo kriege ich den dachgereiften Käse her? Ich sollte wirklich den Armen helfen. Ab demnächst. Hau auf die Kacke, Wunderarsch. Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Kann ich von behilflich sein? Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Wer ist denn da? Hey, wenn du Kaffee willst, kauf ihn bei meinem Dad!
Ja, kommen wir nicht hin da. Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Hol meinen Laptop von diesem Penner zurück. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Da! 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 Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich schmeck keinen Unterschied mehr. Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Da! 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 Was ist das? Rück mein Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Ha? Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ha? Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Ha? Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Die haben einen kleinen Streit, würde ich sagen. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Super. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Joch. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kurze Pause und sehen uns eventuell nachher wieder. Bis dahin, ciao. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Nach einer kleinen Unterbrechung. Und wir müssen irgendwas durchgreifen. Dachgreifen, Käse, genau. Mit dem Käfer waren wir stehen geblieben. Und Missionen. Genau, den müssen wir auch noch finden. Hier mit Kai treffen. Sebastian, machen wir erstmal das, weil die medizinische Dingsbums, das kriegen wir noch nicht hin. Hier mit Kai. Cracks zum Crack. Crack ist hier. Haben wir da noch eine schnelle Reise? Nö. Natürlich nicht. Ja doch, zum Cartman. Dann laufen wir nach links. Sollen wir heute Tumult stiften oder für Unordnung sorgen? Ja und ja. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Schnellste. So. Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Ja. Wir sehen uns, Viertklässler. Ich warte auf dich. Jo, danke. So. Ja. Welches Haus ist das? Das neben dem blauen. Rot, blau und dann kommt das andere. Okay. Da holen wir jetzt das Haustier erstmal raus. Das hier hinten können wir doch eigentlich umschmeißen. Da kommen wir doch hin. Oder? Das kann doch hier der Zuckerguss-Typs. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Diabetes-Schmetterschlag. Okay, bis später. Yeah. Oh.
Kostüm. So, das müsste Craigs Haus sein. Aber wir müssten eigentlich in den Keller gehen. Es ist nicht Craigs Haus. Wo ist jetzt das Craigs Haus? Karte? Ah! Ein zu weit gerannt. Okay. Okay. Schon gewundert, das war doch im Keller drin. Hallo? Hast du in letzter Zeit mit Craig gesprochen? Er braucht momentan Beistand. Stripe ist in mein Schlafzimmer, okay. Er hat ihn vom Keller in sein Zimmerchen. Tweak und Craig sollen ein Baby machen. Ich wäre so ein. Nein. Was ist das denn? Schrott, super. Ja, warte mal. Nee. Den gefangen. Mit Zeitfurz kannst du Kreaturen fangen, wie sie schnell. Okay. Herstellen, glaube ich, so. Mit Zeitfurzpause kannst du Kreaturen fangen, die sich schnell bewegen. Das mache ich doch. Vielleicht haben wir den aber auch noch nicht, diesen Zeitfurzpause. Ach ey. Zeitfurzpause. Ja, ich glaube, den haben wir noch nicht, ne? Dann hat sich das sowieso erstmal erledigt und jo. Gehen wir direkt weiter mal. Schauen wir nachher nochmal, ob wir das hinkriegen. Karte.
Sackgasse. Hm. So. Na gut, gehen wir erstmal. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Da sind wieder die Sechstklässler. Yep. Hier Mietz, hier Viertklässler. So, ins Nachbarhaus. Haben wir schon alles abgrast. So. Gut, dass du da bist. Hier drüben. Im Hinterhof. Bin wieder da. Ach Gott. Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, oh nein, haltet ihn auf! Keine Sorge, Karl. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Mobbing-Kind? Oh, 4 gegen 1. Das ist ja mal fair. Diese Barriere ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt ihr hier nicht durch. Ja, das ist auch kein Problem. Okay, ich werde etwas Verrücktes versuchen. Haltet euch fest! Du, das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Wieder vergessen, A zu drücken. Zeig ihnen, was du drauf hast! Jetzt haben wir natürlich keinen Fernkampf mehr, aber... Nee. Ja, komm, wir haben uns selber. Werde ich egaler sein. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Cool, cool. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich weiß, dass ich's vermasseln werde, aber gut. Ach, ich verfehl dich. Ich verlasse mich auf dich. Los, Fixie! Kettendiabetes ist kampfbereit! Bam! Wir können Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst! Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer! Ich hab genug von dem Kack. Ah! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Heck mich dann mal auf, wenn ich dran bin! Naja, wir müssen ja die Beine erstmal ein bisschen kaputt machen. Ich soll jetzt angreifen, ja? Ach Gott, auch wenn da immer wieder drei von uns trifft. Ja. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Das packst du schon.
das Wunderkind. Ich kratze im Hals, hat wie ein Hustenlutschbonbon. Diabetes-Time! Das Gebrechen hat mir doch gefehlt. Bin ich endlich dran? Danke. Ich hab was für dich. Um ehrlich zu sein, werde ich langsam etwas verstimmt. Jetzt wird's lustig. Das könnte brennen. Du hast mir die Nase verstaucht. Nase verstaucht. Diese trockene Kälte ist Gift für meine Nebenhöhlen. Ja, und oh, jetzt reicht's aber. Okay, jetzt reicht's. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen. Hikmael Shiginger! Möge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen... Ah, er hat dich losgerissen. Oh nein, mein Drachen hängt in dem Baum, Cousin Kyle! Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpel Cousin! Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe! Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich! Was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mütter an! Auf sie, Tante Sheila! Oh, nee. Versau das nicht, Blödsack. Tante Sheila. Musik dazu noch. Oh. Keine Vorbilder. Das ist das Problem. Wahrscheinlich. Nicht meine Mom, Arschloch! Kyle! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal Manieren lernen. Ja, Tante Sheila! Wenn ihr meine Mom vermöbeln wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. Oh Gott, Arschloch hat sich gefickt. Ich bin dran. Bam! Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen? Euch schlage ich tot! Mom, beruhige dich! Braucht am meisten eine Trachtprügel. Omega Crash Extra. Ja! Hey, hör sofort auf! Passt gut auf, jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen. Ja, lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Das wollte ich schon lange mal machen. Fick dich, Kuhn! Bleibt von meinem Bubele weg, ihr kleinen Monster! Nicht, dass dein hübsches Kostüm zerreißt, Super Craig. Hütet euch vor meiner Mom, sie reißt euch die Ärsche auf! Kein Wort! Ich trete eure verfickten Ärsche bis nach Kanada. Ja. Nimmst du das jetzt hier mal ernst, Super Craig? Eher nicht. Hau rein, Neuer! Ich
gib's zu, du hast Potenzial. Hey, ja. Au! Wach auf, Super Crane. Bleib bei der Sache. Pass doch mal auf, Craig. Sicher doch. Ich werde dich besiegen. Ich schaue weg. Okay, mit dem kommen wir jetzt nicht ran, müssen wir zugerutscht. Du miese Stück Dreck! Ach, fick dich! Also los! Bob! Du bist echt gut in dem Spiel! Das ist jetzt unser Laden! Alles okay? Ganz toll, Jungs. Kyle, geh und ruf die Polizei. Die sollen diese Kinder verhaften. Nein, nicht, Mom. Keine Polizei. Das ist alles meine Schuld. Was? Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Human Kyle geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Und da, mein Drachen hängt im Baum. Tut mir leid. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Ja, manchmal darfst du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus dem Baum. Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Ach, Kacke. Wie kriegen wir den da runter? So.